Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Witcher 3, wo wir Jennifer am magischen Kataklysum treffen sollten. Ich nehme nochmal eben Kräuter mit. Wir haben jetzt letzte Mal eingelocht, haben irgendwie durchs Einlochen schlechtes Wetter hervorgerufen. Moment, wollten wir Jennifer jetzt wirklich treffen? Hat einen große Teile der Insel Art Skelling verwüstet und Jennifer legt einfach... Ne, das machen wir noch nicht, das ist ja schon im neuen Bereich. Wir haben jetzt rausgefunden, dass Ciri nicht in Novigrad ist und Ciri nicht in Velen sich befindet. Und das nächste wäre halt Skelling, aber wir haben auch noch ein paar Sachen hier zu erledigen. Auch wenn wir dafür keine EP mehr kriegen, für die Vollständigkeit der Quests nutzen wir das mal mit. Die meistgesuchte Frau Redaniens. Wurde mir das angezeigt, in welche Richtung das ist? 2000 Schritte nach Osten. Zup, da ist sie. Dann weiß man auch wieder, worum es geht. Ist eine Quest eigentlich, die ist schon zu schwach für uns. Wir sind eigentlich schon zu gut. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Ist immer so geil. Aber es ist eigentlich, ich habe dasselbe Gefühl immer wie bei damals bei Dragon Age 3. Obwohl man sagen muss, Witcher 3 ist nochmal eine ganze Ecke hübscher. Aber bei Dragon Age 3, wie ich das angemacht habe, habe ich sofort gedacht erstmal, geil. Geil, wie Spiele inzwischen aussehen können und was die für eine Stimmung einfach nur durchs... einfach nur so auf den Monitor zaubern können. Ist halt einfach unglaublich. Und ich komme ja aus einer Zeit, ich habe das erste Syndicate gespielt, das war 20 MB groß. Und das fand man früher schon atemberaubend. Und das erste XCOM, ich habe bei XCOM Terror from the Deep, das waren 320, das war VGA, 320x42 Pixel oder was auch immer, musste dann damals noch spielen. Im EGA oder so bei XCOM und das Intro war schon so bahnbrechend, man fand es geil mit, obwohl es wirklich nach heutigen Maßstäben richtig schlecht war. Und man hatte Angst bei Terror from the Deep, weil man konnte durch den Nebel so wenig sehen und dann hat man halt, hat man trotzdem Schiss gehabt, dass um die nächste Ecke irgendein Außerirdischer ist, der seinen nächsten Soldaten umnietet. Und das war alles halt noch so eine Sache, die im Kopf abgelaufen ist. Das ist nichts gewesen, was man visuell richtig zeigen konnte. Und wir gehen jetzt langsam in eine Richtung, wo das Visuelle halt wirklich so gut wird, dass man einfach nichts mehr an seiner eigenen Vorstellungskraft erfüllen muss. Oder Sachen wie, mein Gott, das erste Tomb Raider. Ich war jetzt nie der riesige Tomb Raider-Fan. Ich habe das erste Tomb Raider trotzdem mit zeitweise gespielt. Konnte da früher aber nicht viel dran finden. Ich habe dann irgendwann die Neuauflage vom ersten Tomb Raider gespielt. Fand das dann doch ziemlich gut. Auch richtig schön schwer. Und war irgendwie schon geil. Und man hat sich natürlich dann schon so... Vielleicht war das Problem, dass Tomb Raider einfach nie so meine Traumfrau war. Viele fanden die irgendwie geil. Sogar früher mit eckigen Brüsten. Und haben sich bestimmt vorgestellt, boah, wenn die existieren würde, was für eine scharfe Bitch. Obwohl sie nie eine Bitch ist, aber sie ist halt... Vor allem ist es eigentlich eine Darstellung einer ziemlich starken Frau. Die sehr erfolgreich ist in ihrem Beruf und dabei sehr enge Kleidung trägt. Wir haben die Verletzten rausgeholt und es sind fast noch ein Dutzend Leichen da unten. Alle Hexen, das ist mir egal. Wir haben den Befehl, diese Höhle zu durchsuchen. Ich glaube, sie ist schnell. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet.
Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Dadurch hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben's kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Ist ja wundervoll. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Natürlich. Was denkst du? Wird er was finden? Der Halsabschneider? Nie im Leben. Er ist ein Hexer. Hexer der Brustkorb nicht? Wurde eingedrückt. Die Rippen haben sicher die Lungen durchbohrt. An manchen Stellen ist das Fleisch bis auf die Knochen verkohlt. Mir reicht's mit dieser Arbeit. Ah, guck mal. Da kommen wir auch schon mal durch. Notizen von Professor Sigismund Glober. Und ein Katzensilberschwert. Kann man das schwarze Blut noch einmal unten rausnehmen. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Hier fehlt eine Kachel. Naja, die Kachel, die wir haben. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Portale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Okay. Macht die magische Lampe irgendeinen Sinn gerade? Nein. Also wofür könnte die Darstellung unten stehen? Und warum trage ich so viel Müll im Moment rum? Müssen wir auf jeden Fall, wenn wir die Quest abgeschlossen haben, mal ein bisschen aufräumen wieder in der Tasche. So. Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Oh, guck mal. Da ist was. Eine Feder. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Dann könnte sie wirklich noch hier sein. Da. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die Lügen ausgewiesen. Komm.
Und eine Treppe runterkämpfen ist ja auch für den Arsch, ne? Genau, setz das Schild mal wieder ein. Komm her, du Necker. Das ist nicht aktiv. Wegen dir konnte ich jetzt nicht hören, was der Geralt gesagt hat. Wirke Art. Um den Kristall zu aktivieren. Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Ah, oh, da ist ja sogar noch ein Hexer. Keinen Schritt weiter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux-Antil, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Oh! Liebesbriefe? Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Polymorphie, das Umwandeln in ein anderes Wesen. Gut, und jetzt aktivieren. Ja, nur in die Richtung. Oh, aber ein bisschen gezögert, ne? Ja, irgendwo hin. Auf jeden Fall falle ich hier runter. Aua. Spiel abgestürzt. Tolle Wurst, ey. Boah, mich hasst die Welt einfach. Ein paar böse Gegner. Genau, töte mal die da. So, und jetzt den anderen Neckler. Zeit zu sterben. Och, gibt's doch nicht.
Was ist da unten? Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Okay. Also müssen wir wirklich erstmal da unten lang. Da ist noch eine Feder. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat polymorphierte Tunnel. Wo er wohl hinführt? Großes Tennis mit dem Sturz. So, nehmen wir eben bitte den Trank. Wie ich ihn gerade finde. Bin auch zu doof, bin immer falsch, im falschen Menü drin. Ist da was? Nein, aber da unten sind ein paar Feinde. Und hier ist eine Wache. Ohne Kack, da ist einfach viel zu eng hier die Stelle. Das ist echt super ätzend. Jetzt reicht's mir. Feuer in die andere Richtung. Jetzt aber. Aber super ätzend. Genau, nehmen wir auch den anderen Kram mit. Können wir gerade meditieren ganz kurz? Einmal ARD bitte. Dann geht's da unten weiter, wenn ich das richtig sehe. Das muss die unterste Ebene sein. Da scheint es aber nichts Spezielles zu geben. Ich gehe mal eben hier in die Nebenräume noch rein, weil hier kann ja immer mal was versteckt sein. So zum Beispiel wie diese Stiefel. Ein bisschen Materialien. Hier oben kommen wir bestimmt später wieder weg. Reliktöl. Zwergenschnaps, nehmen wir die Pilze auch noch mit. Weiß, wenn ich das Portal nicht durch hinten durchschreite. Würde dann irgendwas Spezielles passieren? Yeah. Ach ja, und natürlich gibt es einen Wächter. Verdammt, bist du hässlich. Ja. Nicht nur das, du bist auch noch verdammt ätzend. Ifrit, haben wir über Ifrits was? Natürlich nicht. Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Ich stelle mal eben ein bisschen Krimskrams her.
Jedenfalls Sachen, die wir noch nicht hatten. Tja, was machen wir jetzt gegen dich, mein Großer? Der Trank da an der Seite wird mir ja nicht helfen. Wo ich zu nah rangehe, kriege ich Feuerschaden. Wie wird es aussehen, wenn ich die Druckwelle benutze? Ah, dadurch kann ich das Feuer in ihm löschen. Uah. Scheiße! Wir haben doch noch den vom anderen Trank, oder? Wir können noch einmal die HP ein bisschen auffüllen. Gut, zweimal haben wir noch. Vorsicht, Vorsicht! Es hüllt sich wieder an. Weg, 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 weg. Nochmal weg. Weg, weg, weg. Der letzte Schlag. Hast du davon, du Mistvieh.